Wir alle kennen wohl Area 51 im südlichen Nevada in Amerika. Area 51 ist ein geheimer Militärstützpunkt der US Air Force. Niemand weiß, was genau dort vor sich geht. Seltsam ist auch, dass die US Air Force bis August 2013 überhaupt geheim gehalten hatte, dass es Area 51 gibt. Wobei das Gebiet mit über 100 Kilometer Durchmesser, massig Stacheldraht und Zäunen und unzähligen schwer bewaffneten Soldaten ja eigentlich kaum zu übersehen ist. Laut der offiziellen Bekanntgabe der US Air Force werden dort nur Flugzeuge getestet. Natürlich steht der Grund in Widerspruch mit der Geheimhaltung und der extrem starken Bewachung. Niemand kommt auch nur in die Nähe des Geländes. Viele denken deshalb, dass in Area 51 die verrücktesten Dinge vonstatten gehen könnten. Viele denken, dort gibt es leblose Alienkörper, die bei UFO-Abstürzen geborgen wurden. Andere denken auch, dass dort UFOs mit Hilfe von Aliens gebaut werden. Und wieder andere sagen, es ist alles so geheim, weil dort schreckliche Experimente stattfinden. Genau über so ein Experiment möchte ich heute erzählen. Das schreckliche Projekt Abigail. Was es mit dem Projekt Abigail auf sich hat, schauen wir uns nach dem Intro an. Hallo zusammen! Da Area 51 so gut geschützt ist und zudem dort auch weder Drohnen noch GPS funktionieren, gibt es wirklich eine hohe Chance, dass irgendetwas mit diesem Ort nicht stimmt. Auch die Bekanntgabe erst Mitte 2013 ist seltsam, denn Area 51 gibt es eigentlich schon seit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und genau zu dieser Zeit springen wir jetzt auch. Übrigens habe ich gesehen, dass mich 50% von euch noch gar nicht abonniert haben. Holt es jetzt mal schnell nach, abonniert jetzt und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wir befinden uns im Jahr 1943. Die ganze Welt ist in Krieg gehüllt und Amerika überlegt sich, wie sie dazu beitragen könnten, den Krieg für die Alliierten zu entscheiden. Am besten natürlich mit so wenig Verlusten wie möglich. In dieser Zeit wurde deshalb viel mit Drogen und auch viel mit DNA-Veränderung experimentiert. Es gab unzählige Ansätze, Supersoldaten zu erschaffen. Man wollte Soldaten, die weder viel Nahrung benötigen, noch viel Wasser. Soldaten, die nicht schlafen müssen. Und natürlich Soldaten, die viel mehr aushalten als normale Menschen und auch um einiges stärker sind. Wie viele Experimente es genau gab, ist unbekannt. Welche Erfolge genau erzielt wurden, ebenso. Doch ein Experiment ist besonders verstörend. Das Projekt Abigail. Dieses Projekt wurde von dem Wissenschaftler Albert Wester ins Leben gerufen. Er wollte genauso einen perfekten Supersoldaten erschaffen, wie vorhin beschrieben. Man wusste nicht, wie die genetische Veränderung genau wirken würde, weshalb keiner der stationierten Soldaten Lust hatte, sich freiwillig zu diesem Experiment zu melden. Zwingen konnte der Wissenschaftler auch keinen. Der Wissenschaftler wollte aber auf gar keinen Fall seine Idee verwerfen, also traf er eine verdammt abartige Entscheidung. Seine junge Tochter Abigail sollte für das Experiment einfach herhalten. Sie war extrem intelligent und studierte gerade, um die Arbeit an den Area 51 fortsetzen zu können. Weil sie sich sehr für die Experimente ihres Vaters interessierte, willigte sie dem Experiment ein, um selbst am eigenen Leib forschen zu können. Im Laufe des Experiments passierten aber dann immer mehr verstörende Dinge. Sie wurde zum Beispiel immer größer und auch ihr Gesicht veränderte sich total. Ihre Zähne wuchsen wie wild in alle verschiedenen Richtungen. Ihre Haare wurden zuerst weiß und fielen dann aus. Ihr junges Gesicht wirkte immer mehr verstörender und immer älter, als wäre sie ein Monster. Es war wohl schon so ein grausamer Anblick, dass andere Wissenschaftler Albert baten, das Experiment jetzt sofort abzubrechen. Doch er wollte nicht abbrechen.
Er war jetzt schon zu weit gekommen, um jetzt noch abzubrechen. Außerdem redete er sich ein, dass das nur vorübergehende Nebenwirkungen sind und Abigail bald wieder normal aussehen wird. Das Experiment wurde dann immer verstörender. Augenzeugen zufolge soll Abigail am Ende circa 3 Meter groß gewesen sein. Sie sah einfach nur noch aus wie ein Monster und wurde psychisch immer gestörter. Sie wurde deshalb im Keller von Area 51 versteckt. Bis heute ist unbekannt, was dann genau mit ihr passiert ist. Sie könnte also theoretisch immer noch irgendwo in Area 51 versteckt sein und das auch noch heutzutage. Es gibt mehrere Fotos und Bilder von Abigail, wie sie nach dem Experiment ausgesehen hat. Die zwei bekanntesten Bilder ist einmal dieses verschwommene Bild, man sieht hier zumindest die Glatze und dass die Körperform sehr mysteriös und gruselig wirkt, aber 3 Meter Größe kann man hier nicht wirklich erkennen. Und dann gibt es auch noch dieses Foto hier, wo man Abigail wirklich nur noch als Monster bezeichnen kann. Hier sitzt sie einmal auf dem Bett und es gibt auch ein Bild, wo sie vor dem Bett in Area 51 sitzt, angeblich in ihrer Gefangenschaft. Auch hier wirkt sie zwar nicht wirklich 3 Meter groß, aber es ist doch relativ schwer zu sagen, denn wir haben keine Ahnung, wie groß das Bett ist, das dort steht. Zugegeben, es spricht nicht sehr viel dafür, dass das wirklich alles so passiert ist. Man findet kaum Informationen über Alba Vester und man findet auch sehr wenig über Abigail Vester. Auch sehen die beiden Fotos, die angeblich ja beide real sind, komplett anders aus. Jedoch muss man trotzdem bedenken, wenn das echt sein sollte, wurde es ja natürlich vertuscht. Und auch muss man das Jahr 1943 bedenken. Internet und Social Media, Fehlanzeige. Zu der Zeit war es noch ein bisschen einfacher, etwas zu vertuschen. Und wenn man sich ganz ehrlich ist, kann man sich traurigerweise wirklich vorstellen, dass so etwas wie das Projekt Abigail genauso oder ähnlich passiert ist, nur in der Hoffnung, Supersoldaten für den Krieg entwickeln zu können. Doch was denkt ihr über das Experiment Project Abigail? Hat das wirklich in Area 51 genauso stattgefunden? Und was denkt ihr persönlich passiert in Area 51? All eure Meinungen dazu ab in die Kommentare. Soll ich vielleicht auch mal ein Video machen über die geheimen UFO- und Alien-Sachen, die in Area 51 angeblich vorgehen sollen? Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare und zeigt's mit einem Daumen hoch. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.